6 Frauen, die in Frage kommen für den Tagessieg. Nadine Fenrich mit einem guten Start und läuft sie wieder ähnlich wie im Viertelfinale, im Halbfinale? Macht sie Tempo oder gibt es eine andere Taktik? Also sie wird auf jeden Fall wieder führen. Auch eben nicht riskieren, dass sie nicht eingeklemmt wird oder ja, dass eine andere Athletin im Weg ist. Sie weiß, dass sie heute wirklich die Top-Favoritin ist. Sie hat das bis jetzt kontrolliert vom Prolog an. Und darum wird sie einfach freie Bahn haben. Und dann weiß ich, dass sie das von vorne heimlaufen. Bis jetzt souverän. Also ich glaube, ich wüsste nicht, wer sie da schlagen kann. Idealerweise, dass sie Maja Dahlquist ein bisschen auf Distanz halten, auf Zielgerade, auf die letzte Kurve. Aber ja, sie läuft das von vorne und probiert jetzt schon Selektion einzuführen. Wow, Dario, das auf der ersten Runde. Also müssen 2 Runden zurückgelegt werden und Nadine Fenrich setzt die Konkurrenz schon auf der ersten Runde gehörig unter Druck. Jetzt die schwierige Abfahrt. Ja, sie hat ein grosses Selbstvertrauen und eben, sie weiß, sie hat gesehen, dass Dahlquist sehr schnell ist für Zielgerade und vielleicht ist es darum auch Taktik, um vom Anfang an einfach ein schnelles Tempo zu laufen. Und ja, die anderen eben haben wahrscheinlich wieder mal die Mittel, um ganz führen zu kommen. Thierry Leveng ist da wieder nahe dran bei Nadine Fenrich. Es ist natürlich noch nichts entschieden. Oh. Karlsson fast gestürzt in der letzten Position. Aber das ist schon eine kleine Vorselektion von Nadine und Thierry Leveng. Vielleicht kommen sie nochmal her, aber es kostet extrem viel Kraft. Thierry Leveng verfolgt von Lotta Weng. Das sind die Positionen 2 und 3 hinter Nadine Fenrich. Maja Dahlquist hat Rückstand. Das ist auch gut so aus Schweizer Sicht. Aber sie ist noch nicht geschlagen und Nadine hat viel investiert und ist jetzt noch nicht ganz weggekommen. Aber sie ist vorne jetzt im letzten, also vor dem letzten Aufstieg und das hat sie sicher wählen. Jetzt probiert sie wieder schnell Asymmetrie auszupacken und da vielleicht nochmal eine Vorentscheidung suchen. Aber es ist immer noch alles offen. Kann sie jetzt noch einmal weg? Auf der Runde 1 ließ sie alle stehen und das tut sie jetzt auch. Thierry Leveng kann da nicht folgen. Es ist eher Lotta Weng, die jetzt ihre Zwillingsschwester überholt. Aber Nadine Fenrich verabschiedet sich hier von der Konkurrenz. Wieder ein Klasse für sich. Auch sie ist müde, müssen da wirklich tief gehen. Man sieht, der Schritt ist nicht mehr so wie im Viertelfinale. Aber die anderen chancenlos in diesem Aufstieg. Und zum da nochmal herzukommen, wenn Nadine keinen Fehler macht, ist sehr schwierig. Abfahrt, konzentriert bleiben. Ja, alles gut. Dann die Kurve unten. Auch das hat sie gut gemeistert, Nadine Fenrich. Die Kamelbuckel als nächstes. Nummer 1 geschafft, Nummer 2 auch. Alles gut bei Nadine Fenrich. Tempo ist da. Diese Kurve und dann ist sie quasi zu Hause. Dann kann sie sogar ein wenig genießen. Ein leichter Ausrutscher ist da gewesen. Lotta Weng ist Zweite, Thierry Leveng ist Dritte. Abstand ist aber riesig. Das ist eine Machtdemonstration gewesen von Nadine Fenrich. Sie ist kurz vor dem Ziel und sie gewinnt zum dritten Mal in Serie einen Sprint im Weltcup. Das hat es natürlich aus Schweizer Sicht noch nie gegeben. Das ist Weltklasse, was Nadine Fenrich zeigt. Die Konkurrenz ist weit, weit zurück gewesen. Auch Maja Dahlquist konnte diese Lücke nicht mehr schließen, aber was die wieder auf den letzten 60 Metern gezeigt hat. Sensationeller Sieg von Nadine, sie freut sich.